John Deere hat im letzten Herbst die Traktoren der Baureihe 6M mit 10 Modellen neu aufgelegt. Sie leistungsmäßig nach unten erweitert und dafür die Modelle der Serien 6MC und 6RC von der Verkaufsliste gestrichen. Die neuen Traktoren bieten generell mehr Leistung und Komfort sowie eine bessere Übersicht und Wendigkeit. Die ersten Traktoren wurden nun ausgeliefert. Die Schweizer Landtechnik konnte das Modell 6120M in Premium-Ausführung einem Praxistest unterziehen. Flachere Motorhaube sowie eine überarbeitete Kabine mit etwas mehr Glas und optional verfügbarem Dachfenster. Das sind die äußerlichen Merkmale dieser Baureihe 6M, die im Werk Mannheim gefertigt wird. Angetrieben wird dieser 6120M von einem John Deere PowerTech EWL Motor mit 4 Zylindern und 4,5 Litern Hubraum. Mit Intelligent Power Management kann die Leistung an der Zapfwelle und bei Transporten um 20 PS gesteigert werden, sodass der Traktor bis zu 140 PS freigeben kann. Der auf 2,40 m verkürzte Radstand erhöht die Manövrierfähigkeit. Die neuen Vierzylindermodelle der Serie weisen einen Wenderadius von 4,35 m auf. Trotz der kompakten Ausführung beträgt das maximal zulässige Gesamtgewicht dieser Vollrahmentraktoren knapp über 10 Tonnen, was zu einer für diese Klasse tollen Nutzlast von bis zu 4,7 Tonnen führt. Verbaut ist bei diesem Modell ein 24x24 Command Quad Plus Getriebe. Sämtliche Gänge inklusive der 4 Lastschaltstufen sind voll lastschaltbar, ohne zu kuppeln. Entweder über den kleinen Ganghebel mit Daumenrad für die Geschwindigkeit und die Tasten A bis F auf der Command-Arm-Armlehne oder im Automatikmodus nur durch Gas geben oder entsprechende Verzögerung. Mit der EcoShift-Funktion ist die Maximalgeschwindigkeit bei abgesenkter Drehzahl von 1680 Umdrehungen pro Minute möglich. Anstelle einer Parkstellung oder Handbremse ist links vom Sitz der Parkhebel montiert. Dieser kombiniert Parkbremse und P-Stellung des Getriebs. Alle wichtigen Bedienelemente mit schlanken Druckknöpfen befinden sich auf der rechten Konsole, die komplett überarbeitet wurde. Am rechten Kabinenholm werden zudem die aktuellen Getriebe- und Motordaten angezeigt. Bis zu 4 mechanische oder elektrische Zusatzsteuergeräte sind möglich. Weitere 3 können mittig angeordnet und beispielsweise für einen Frontlader verwendet werden. Die Hydraulikpumpe leistet 80 Liter pro Minute, optional bis 114 Liter pro Minute. Als zentrale Steuereinheit dient der elektronische Joystick. Er lässt sich zur Gangschaltung, als Reversierer für die Bedienung des Heckkrafthebers sowie für maximal 3 Steuergeräte oder für den Frontlader programmieren. Alle wichtigen Traktorfunktionen lassen sich so praktisch und effizient mit nur einer Hand bedienen. Gerade bei Materialhandling-Aufgaben geschätzt ist Autoklatsch, womit man den Traktor ohne auszukuppeln nur via Bremspedal anhalten und starten kann. Die Heckzapfwelle bietet die Drehzahlen 540, 750 und 1000. Im Frontbereich gibt es optional eine markeneigene 1000er Frontzapfwelle und ein Fronthubwerk. Die optionale mechanische Kabinenfederung sowie die Frontachse mit bekannter Triple Link Suspension und 100 mm Federweg erhöhen den Fahrerkomfort zusätzlich. Optional gibt es zudem ein Beleuchtungspaket mit LED-Scheinwerfern, die 360 Grad ausleuchten können. John Deere bietet für diese Baureihe auch die aktuellsten AMS- und Farmsight-Lösungen an. Die Traktoren können mit Satellitenempfänger sowie übersichtlichen Farbdisplays ausgestattet werden. Mehr zu diesem Praxistest gibt es demnächst in der Fachzeitschrift Schweizer Landtechnik nachzulesen.